Es soll ja ab und zu vorkommen, dass man eine Funktion bekommt und dazu eine Werttabelle aufstellen soll oder vielleicht auch müsste. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen, wie man eine Werttabelle zu einer beliebigen Funktion ausrechnet. Dazu müssen wir die Mode-Taste benutzen. Und wenn wir einmal auf Mode gedrückt haben, haben wir hier die ganzen Auswahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir nehmen die Auswahl 7, da drücken wir einfach auf die Taste 7 und haben diese Table-Auswahl genommen. Jetzt steht da, sieht man hier ganz schön, fx ist gleich. Und jetzt geben wir eine Funktion ein, die wir uns, eine beliebige Funktion mit einem x nach x, die wir einfach eingeben. Und da schlage ich mal vor, wir drücken, okay, um x zu bekommen, muss man auf Alpha drücken. Und hier bei dem Klammer zu drücken, hat man die x. Dann haben wir x hoch 5 plus 9 Alpha, muss man drücken, um hier x zu bekommen. 9x plus hier irgendwas Schönes, Wurzel 1, 12, 13. Das ist ja wohl eine Hammer-Gleichung. Also, wenn man sowas sieht, dann geht doch gleich das Herz auf, oder? Da hätte ich keine Lust, eine Werttabelle per Hand zu erstellen. Also x hoch 5 plus 9x plus, ja, Wurzel 12, 13. Jetzt drückt man hier einfach auf ist gleich. Und dann fragt er einen, ja, wo soll er denn starten? Sagen wir mal, er soll bei 0 starten. Drückt man wieder ist gleich. Und dann fragt er einen, ja, wo soll denn die Werttabelle enden? Dann sage ich doch mal, soll er bei 10 enden. Und jetzt fragt er mir, was für Schritten er gehen soll. Also jetzt wird er anfangen, 0 einzusetzen. Und wenn ich hier 1 habe, dann wird er halt, ja, erstmal 0 einsetzen, als nächsten Schritt 1 einsetzen, als nächsten Schritt 2 und so weiter. Ich könnte jetzt hier 3 einsetzen, würde halt irgendwie in 3er Schritten weitergehen oder 0,5, aber ich finde 1 gar nicht so schlecht und sage einfach ist gleich. Jetzt rechne ich ein bisschen und tada, da sehe ich schon meine Werttabelle. Wie schon gesagt, er fängt mit 0 an, hier ist Position 1 ist 0 und da kriegt er das. Einen Wert von 0,2664 raus. Jetzt kann man hier weitergehen und weiter gucken, wie es geht. So, und das letzte Wert ist hier Position 11 mit dem Wert 10. Also genau wie wir es haben und da kommt dann schon ein richtig hoher Wert raus. Und das ist eigentlich der ganze Zauber vom Rechnen mit Wertetabellen. Noch sehr interessant ist, wenn man dann erstmal in diesem Modus drin ist, dass man auch wieder da rauskommt. Da muss man wieder auf Mode drücken und Comp, C-O-M-P, diese 1, wo man hier einfach auf die Taste 1 drückt, ist der ganz normale Modus, in dem man Additionen 3 plus 2 rechnen darf. Also, das ist das Wichtigste. Also, das Wichtigste ist, dass man erstmal die richtige Sache findet bei Mode für Wertetabellen, die Table-Option. Tabelle auf Englisch halt, die 7 drücken, dann irgendwas eingeben, auf Alpha kommt man auf die X und mit ist gleich sich durchnavigieren, Start, Ende und die Schritte und dann hat man hier die Wertetabelle und ist natürlich toll, wenn man mit der Wertetabelle fertig ist, dass man einfach auf Mode wieder in Computer zurückwechseln kann, aber man hat natürlich überhaupt nichts gesehen davon, ne? Naja, dass man mit der Mode-Taste wieder in den Computermodus zurückkommt, weil es natürlich doof, wenn man in einem Tabellenmodus gefangen ist und dann nicht mehr wegkommt.